Ark neigt sich dem Ende. Mit dem Release von Genesis 2, was praktisch vor der Tür steht, ist der Hype immens. Alle drehen durch und suchen nach Easter Eggs. Doch niemanden ist es bis jetzt gelungen, das zu finden, was ich gefunden habe. Ich befand mich gerade an der Base, als ich... Oh, das muss der Sponsor des Videos sein. Mit den letzten Pfeiffer-Mikrofonen war ich komplett zufrieden. Doch es gab ein Mikrofon von ihnen, das ich unbedingt testen wollte. Das Pfeiffer USB-Mikrofon K678. Es kommt mit einem Tischständer, eingebauten Mikro- und Kopfhörer-Lautstärkeregler, da man die Kopfhörer direkt ans Mikrofon anschließen kann. Es ist etwas kompakter und ich habe mich sofort in das Mikrofon verliebt. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído. Naja, mit dem Mikrofon klingt das natürlich besser. Mit dem Code FiveFineMickey27 habt ihr bis zum 30. Mai 27% Rabatt auf alle Mikrofone auf der Sekimal Website. Das ist bei diesem Mikrofon zum Beispiel statt 69,99 nur noch 51,10 €. Alle Links zusammen mit dem Code sind in der Beschreibung und ganz oben in den Kommentaren angepinnt. Greift also schnell zu und sagt euren Freunden, dass ihr das gleiche coole Mikrofon habt wie der gute alte Mickey. Ach ja, das geheime Genesis 2 Dino auf Fagiro. Wo war ich stehen geblieben? Diese Geschichte startet nicht am Strand, sondern bereits mitten in Wipe. Ich hatte bereits einige kleine Basen geradet, um an den Punkt anzukommen, an dem ich bin. What the fuck soll das denn sein? Ich wollte gerade etwas Zement holen, als ich etwas entdeckte, was für mich eine völlig fremde Kreatur war. Ich habe gar nicht mehr so viel Zement. Gunpowder habe ich jetzt auch erstmal genug. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen Zement farmen gehen. Ich muss ein bisschen upgraden auf ein paar Heavy Tools hier. Wäre schon mal not bad. What the fuck, Alter? Was zum Teufel bist du denn? Da unten ist es. Oh shit. Hä, ist es weg? Und hier ist eine kleine Base. Die war vorher noch nicht da. Wo ist das Ding hin? Das war gerade eben noch da vorne beim Floß. Wait a second. Itoku-Hater 33. Besitzer Tim. Warum zum Teufel hat der ein Zelt? Ein neuer Nachbar schien sich einzurichten und seine Base direkt neben meiner aufzubauen. Ich trug sofort eine Entscheidung. Ja, nee, warte mal kurz. Ich will hier keine neuen Nachbarn. Das war vorhin noch nicht da. Der ist gerade wahrscheinlich draufgekommen. Ich habe hier auch, glaube ich, irgendwo noch ein paar Grenades, oder nicht? Oh, die habe ich sogar mit. Oh, ich bin so blöd, Alter. Ich hätte... Ja, komm. Dann machen wir den eben weg. Keine neuen Nachbarn hier. Keine neuen Nachbarn. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt da drin ist. Ja, doch, doch, doch. Ich hab was gehört. Hallo? You picked the wrong neighborhood, man. What are you doing, man? I'm raiding you, getting rid of you. Oh, please. I'm new to this game. I've bought it like 2 days ago and I have 2 or 10 hours or something. For real? Yeah. Where are you from? From Germany. Also sprichst du Deutsch? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich mag es, keine Nachbarn zu haben, ne? Vor allem heißt du... Irgendwo kenne ich deine Stimme. Ja, du heißt die Toku-Hater, ne? Das gefällt mir nicht so. Irgendwo kenne ich deine Stimme. Ja, komm raus, komm raus! Warte, bist du Mikamaru? Was, wenn ja? Soll ich den jetzt einfach wegschroten? Irgendwie tut er mir leid. Ey! Okay, wie viele Stunden sagst du, hast du, Ark? 10 oder so. Ja, ich wollte mich gerade eigentlich hier ein bisschen aufbauen. Normalerweise macht man das nicht hier so am Strand mit einer Steinbase. Okay, weißt du was, Dude? Wer du misshandelst mein Vertrauen, okay? Wir können eine Allianz bilden, wenn du möchtest. Ich kann dir ein bisschen zeigen, wie das Spiel dann funktioniert. Ich kenne auch noch nicht so gut, ich bin jetzt kein wichtiger Pro, aber... Hast du die anderen dann bekommen, oder? Ja, dann sind wir Allies. Okay, dein Name ist jetzt blau. Das heißt, dass wir jetzt Das sind wir jetzt in der Allie. Also ich spiele gerade solo auf dem Server. Bist du allein oder bist du mit einem Freund? Ich spiele auch solo. Okay, also meine Base ist genau über dir, deswegen habe ich dich gefunden. Ich habe gerade irgendein komisches Viech hier verfolgt, aber
Das ist weg. Ich weiß nicht, es sah aus wie ein Allosaurus oder so. Weißt du was, Dude? Ich hol dir ein bisschen Eisen. Ich kann dir ein bisschen helfen, in das Game reinzukommen. Ich gehe kurz hoch zu meiner Base. Ich hole so ein paar Sachen und danach kann ich dir ein bisschen was zeigen. Hast du schon mal eine Base geraidet? Nein, eigentlich noch nicht. Also, ich bin, wie gesagt, ziemlich neu noch. Ich komme daneben gleich wieder, okay? Okay, danke dir. Jo. Ja, der schien doch eigentlich ganz nett zu sein. Also eigentlich wollte ich ihn raiden. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich verarscht, aber wenn er tatsächlich... Doch, bestimmt, der hat... Der ist bestimmt ein Noob, Alter. So ein kleiner Beachbob. Der hat, baut halt einfach auch an seiner Beach dort. Er tat mir etwas leid. Und ich beschloss, etwas zu tun, was ich sonst nie tue. Wir schlossen eine Allee. Und wer hätte es gedacht? Wir wurden ziemlich gute Freunde. Wir verbrachten 2 Tage zusammen und farmten und raideten zusammen. Hier vorne ist noch eine kleine Base, die habe ich gerade irgendwo noch gefunden. Kannst du ruhig hinkommen, sind keine Turrets. Okay, nice. Das ist eine Stein... Oh, da ist sogar wer drin. Der schläft. Man hört ein Schnarchen, der so. Stein kannst du ganz gut mit Granaten einfach aufmachen. Du stellst dich einfach davor, jemand hat auch schon Schaden gemacht, und schmeißt dir einfach straight nach unten. Okay, jetzt weg da, sonst kriegst du Damage. Manchmal buggen die sich nämlich weg und wenn du 2 schmeißt, schmeißt er manchmal der dritte. Da 2 Stück sollten das noch aufbringen. Willst du es ausprobieren? Ja, gern. 10 Stück. Muss ich einfach genau da dran stellen, vielleicht ducken oder sowas und dann hier so in die Ecke so straight runter. Und jetzt wegschmeißen. Ja, das meine ich mit manchmal schmeißt er einen dritten. Oh no. Oh man. Oh, der Baum. Aber die Tür ist auf. Ja, lebt er noch? Hat er was drin? Ja, der lebt noch. Komm, ich spreng ihn weg. Okay, ich schmeiß einen Nate rein. Oh, du hast mich fast weggesprengt. Und er hat überlebt. Jetzt sollte er aber tot sein. Der lebt immer noch. Der hält ja einiges aus. 3 Stück, Alter. Das hält er nicht aus. Junge, ja, der hat richtig viel getankt. So, da vorne ist die Base, du musst hier kurz aufpassen. Also nicht zu weit rechts, am besten genau hier neben mir landen. Ich guck einmal kurz in der K-Sicht rein. Ich glaube, da hat er sogar ein Heavy stehen. Aber das ist Rocket Runbar. Warte, ich gebe dir jetzt einen Entehaken und einen Ambus. Da musst du mich einmal haken, dann gibst du mir Leine. Ich laufe dann im Grunde einmal rein, schieße mit dem Rocket drauf, hoffe, dass was kaputt geht und dann ziehst du meine Leiche halt zurück, dann haben wir das Zeug trotzdem noch. Aber ich habe noch ein paar Schlafsäcke, die müssen wir hier placen. Kannst einfach alle hier 3 hinplacen. Und jetzt dich einfach abschießen, oder? Ja, jetzt musst du mich einmal angrabbeln. Also, du musst die Enterhaken musst du auswählen. Achso, sorry. Also einmal Rechtsklick dann gedrückt halten, um Leine zu geben. Dann laufe ich da einmal rein. Und dann ziehst du mich einmal mit Linksklick einfach wieder zurück. Hast du Leine gegeben? Ja. Ich laufe jetzt rein, okay? Wenn ich sterbe, ziehst du mich dann einfach wieder zurück. Dann haben wir den Stuff. Okay. What the fuck? Ja. Warte, alles gut. Die schießen nicht. Leckt es? Oder? What the fuck, Alter? Die schießen. Nee, keine Ahnung. Du kannst herkommen, alles gut. Ich weiß nicht, was der Typ gemacht hat, aber die Turrets schießen nicht. Ich knall die einfach kaputt hier, zack. Was auch immer der Dude hier gemacht hat, Alter. Ich kann kein C4 placen. Ah, jetzt. Jo, kannst reinkommen. All easy. Bis an den einen Tag, in dem er Zeuge dessen wurde, was ich auch nur einmal in meinem Leben sah. Wir wollten doch einfach nur ein Giga zähmen. Wer hätte gedacht, dass ich ein weiteres Mal diese Kreatur zu Augen kriegen würde. Und dieses Mal nicht alleine. Und das ist ein Giga? Aber der ist auch so ein... Ist das ein Alu? Nee, das ist das gleiche... Ist kleiner? Nee, ich weiß nicht, was das ist. Das Teil war letztens genauso. Einer hat mein Pete letztens getötet, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Warte, komm mal hier hoch und platzieren wir mal die Schlafsäcke. Wir sahen 2 Möglichkeiten. Entweder tötet der Giga die mysteriöse Kreatur und wir sehen sie vielleicht nie wieder. Oder wir retten sie und können sie eventuell sogar zähmen. Ist das stärker als der Giga, oder? Es war kleiner, ich weiß es nicht. Da ist der Giga, aber ich sehe das Ding nicht mehr. Hat der Giga den getötet, oder? Was denkst du? Ich weiß es nicht, ich würde so gerne zähmen. Pass auf nicht, dass der Giga dich aggroht. Soll er ja. Eigentlich soll er herkommen. Warte, ich schieß mal auf ihn drauf. Den juckt es gerade irgendwie gar nicht. Jo, er kommt, oder? Nee. Nee, der ist, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Ja, ich glaube, der ist verbuggt. Das ist arg, by the way, wirst du öfter sehen. Wenn ich jetzt sterbe, Alter. Ah, der ist einfach friedlich. Ich habe noch nie einen friedlichen Giga gesehen.
Er sollte jetzt auf jeden Fall stuck sein. Ich würde aber gerne das Viech das sehen, was wir da gesehen haben. Lass mal gleich danach suchen. Ich glaube, das könnte tatsächlich... Es kommt ja jetzt Genesis Teil 2 raus. Und vielleicht ist es so ein Easter Egg oder sowas, was bei rauskommt. Mir war nicht bewusst, wie sehr unsere Freundschaft schon reichte, dass er mir sogar von seinem Problem erzählte. Hast du eigentlich noch Zeit, länger zu spielen? Ich würde gerne das Ding suchen. Oder musst du morgen... Ja, also... Nee, also ich habe eigentlich Zeit. Musst du morgen irgendwo raus? Nee, eigentlich, also ich habe ziemlich viel Zeit. Okay, also können wir bis später spielen. Ja, weil ich hatte halt so einen Unfall letztens, Fahrradunfall. Ehrlich? Schlimm, oder? Ja. Ja, geht so, also ich habe mir halt das Bein angebrochen oder gebrochen. Und wow. Halt Knöchel so ein bisschen, ja. Bist du jetzt krankgeschrieben so lange, oder wie? Ja, ich habe halt deutlich mehr Zeit als sonst. Und deswegen spielst du jetzt Ark, oder wie? Ja, deswegen habe ich mir halt dann Ark gekauft. Hatte ich eigentlich schon öfters mal Bock drauf. Ja, dann willkommen in Ark und ich hoffe, dass mit deinem Bein auf jeden Fall gute Besserung. Und während unsere Freundschaft wuchs, wuchs auch unsere beider Basen. Alles verlief super, bis zum dritten Tag. Oh boy. Okay, neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen, wa? Ich weiß noch gar nicht, ich glaube, Tim ist noch gar nicht da. Tim, Allianz. Ich glaube nicht, dass Tim da ist. So, was können wir denn heute machen? Warte, was war das denn? Hab ich mir das gerade eingebildet? Ich war gerade am Handy. Nee, das habe ich mir nicht eingebildet. What the fuck? Das kam von hier unten. Die Turrets sieten. Oh, ich glaube, Tim wird geradet. What the fuck? Tim war dabei, geradet zu werden. Und ich schaffte es nicht rechtzeitig, seine Base zu verteidigen. Alter, mit Gamma 5 sieht man ja wirklich jeden Scheiß. Das ist ja mal so hässlich, Alter. Oh, shit! Nein, Tim! Und der ist, glaube ich, gar nicht da. Tim! Ich habe nicht mal seine Easy Beach Pop White Boys. Ob er jetzt auch mich dann raiden kommt, weiß ich jetzt aber auch nicht. Fuck mal live. Da muss er aber erstmal hier ein bisschen gut was zocken. Tim wurde geradet. Und ich konnte nichts dagegen machen. Und was noch schlimmer war, ich habe ihn nie wieder gesehen. Wir hatten keinen Kontakt ausgetauscht, kein Discord, kein Teamspeak, nichts. Und an dem Punkt war ich wieder alleine. Der Server wirkte ab dem wie ausgestorben. Das Raiden machte alleine keinen Spaß. Und obwohl die Ausbeute profitabel war, war es für mich sehr unbefriedigend. Alter, ist man langsam. Hoffentlich hält er das jetzt aus. Das ist jetzt nicht der beste Stego, den ich habe. Schon mal. Oh, er kriegt auf jeden Fall gut Damage. Das war jetzt sehr, sehr lucky, Alter. Ich konnte nicht nach vorne laufen. Als ob, komm schon. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Warum schießt er nicht und dann schießt er auf einmal? Das ist nicht mehr das Gleiche. Das macht keinen Bock mehr irgendwie. Ich glaube, ich verlasse auch den Server. Und für eine längere Zeit sah ich niemanden, bis auf eine Person. Da vorne ist sogar noch eine Base. Burger King. Besitzer Jürgen, Alter. Ich weiß gar nicht, ob die raidable ist. Oh, lol! Die ist schon am geradet werden. What the fuck von der anderen Seite? Ich will sehen. Please don't shoot. What? I just wanna watch. Wo ist der? I just wanna watch, dude. I won't kill you. I'm friendly. Der hat einen Tech-Suit, Alter. Der macht mich weg, wenn er es will. Can I watch you? Okay. Dann mache ich mich halt nackig. Ich mache jetzt mein ganzes Inventory da rein.
Okay, I put everything inside of my Pete. I have nothing. Der tötet mich halt legit einfach nicht. Hat die Turrets sind kaputt? Wo ist der Typ jetzt hin? Wenn ich da jetzt hingehe, sterbe ich jetzt in den Turrets. Eigentlich sollte ich... Jo, okay. Er tat mir nichts. Und da er die einzige Person war, die ich seit ein paar Stunden gesehen hatte, beschloss ich einfach zuzusehen. Der Typ braidet das in aller Ruhe. Der Loot war mir eigentlich egal. Und eigentlich wollte ich aus dieser Situation pazifistisch rausgehen. The shitty stuff? Nimm ich halt Benzin mit, eigentlich ist mir das... Doch dann schrieb er etwas in den Chat, was mich umstimmte. Der ist das! Da wurde mir bewusst, der Typ, der mich gerade beim Raiden zuschaute, war der gleiche, der mein Buddy Tim geradet hatte. Oh mein Gott. Meine Entscheidung stand fest. Bitte, dreh dich nicht um. Ach du Scheiße! Easy kill! Fotze, Alter. Ich hoffe, du bist jetzt nicht da. Mein Pete ist noch hier, den hätte er schon längst umgebracht. Easy, okay. Yo, Alter. Yo! Was hat der alles hier, Alter? C4 und... Da kam richtig gekappt. Hier ist auch nochmal ein Haufen Stuff drin. Ich kann jetzt gleich einfach seine Sachen nehmen. Nein! Oh nein! Oh, ich war zu beschäftigt mit dem Raid, mit dem Looten. I'm so stupid. So eine kleine Base. Wer hätte gedacht, dass darin genug Zeug drin war, um jede einzelne Base auf den Server zu wipen? Who is easy now, Bob? Ich wusste, ich kenne den Namen. Doch so viel Loot wie ich sah, desto mehr Zeit verbrachte ich beim Looten und achtete nicht auf meinen Rücken. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell auftauchen würde. Ich hatte mich so darüber gefreut, Rache geübt zu haben. Und jetzt wusste er, wer ich war, wo meine Base war, und er hatte mehr als genug, um mich zu raiden. Ich hinterließ Tim eine Nachricht mit meiner TS-IP für den Fall, dass er vielleicht doch irgendwann kommen würde. Doch die Sache schien aussichtlos. Ich versuchte, meine Base zu verteidigen, doch ich kam nicht weit. What? Okay, da ist einfach gar nichts drin. Und dann war... Oh! Nein! Ich wurde getrappt! Ach du Mann! Als ob ich so gebaitet werde! Wer war denn das jetzt? Ich habe gerade nicht auf den Namen drauf geachtet. Das ist hundertprozentig dieser Alpha, keine Ahnung was. Ja moin. Dude, what the fuck? Wozu platziert er jetzt einen Stuhl, Alter? Yo. Ja, ich war fast wieder wach! Now watch your face wiping. I can't see it from here. Dude! Ach Jungs, what the fuck? Meine Turrets waren leer und das einzige, was zwischen ihm und meiner Base stand, war nur das C4 in seinem Inventar. Es war vorbei. Doch dann geschah etwas, was niemand kommen sah. Da kommt er. Ey. What the? Killt mich das Ding nicht? What the actual fuck? Das wartet auf mich. Soll ich dem hinterherkommen? Das Ding ruft mich. What the actual fuck? Okay. Deswegen konnte ich die Scheiße auch nicht sehen die ganze Zeit. Das war unsichtbar. Ich folgte ihr. Und als ich in der Distanz eine Base sah, wurde mir klar, wem sie gehörte. Und was dann passierte, wissen wir alle. Ein perfektes Ende, nicht wahr? Meine Base stand noch. Ich hatte einen mysteriösen neuen Freund. Und ich konnte Rache an dem üben, der mein Buddy Tim geradet hatte. Ein besseres Ende konnte das Video nicht haben. So dachte ich. Doch am nächsten Tag saß ich einfach nur allein im Teamspeak und sah jemanden in der Eingangshalle. Tilux hier. Hallo, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Mickey? Bist du's?
Tim! Ich fang an zu strippen und ich